Leute, es ist soweit, der erste Vlog seit der Spielwarenmesse. Ich habe jetzt hierzu auch mal wieder die Autokamera benutzt. Ich bin immer noch etwas platt. Jetzt gehe ich heute erstmals wieder aus dem Haus, fahre von Markisheim nach Bad Mergentheim. Man muss mal wieder einkaufen. Die Einkäufe sind inzwischen erledigt und was hilft mehr gegen eine schlechte Stimmung und mangelnde Inspiration als ein Spaziergang in freier Natur? Diese Sibirienkappe, die brauche ich, weil es geht ein sehr schneidender Wind, das herrliche Wetter, das täuscht. Also ich habe mich jetzt mal in den sehr alten Bereich der Markisheimer Weinberge begeben und ich will euch einfach auch mal zeigen, wo die Inspirationen zur Ausgestaltung des Weingut-Dioramas herkamen. Das ist hier ein uralter, total verwilderter Bereich der Markisheimer Weinberge. Hier sieht man auch noch die Natursteinmauern der einstigen Weinterrassen. Fast ein bisschen unheimlich hier. Würde jetzt nicht die Tauber durchschillern und die Sonne scheinen? Ich weiß nicht. Fangornwald. So zeige ich euch nun zuallererst diesen Keller. Jenes sogenannte Schratzelloch, das es so tatsächlich gibt. Und zwar zwischen Markisheim und Elbersheim. Wozu es einst gedient hat, das weiß ich auch nicht, aber es existiert. Und zwar in einer alten Weinbergmauer, genauso wie auf dem Weingut Diorama nachgebildet. Natürlich wurde die Nachbildung etwas abgewandelt, ist ja klar, man muss es an die Gegebenheiten auf dem Schaustück selbst anpassen. Aber rein thematisch existiert das Ding und das lässt sich nicht abstreiten. Und ich finde, es passt eigentlich auch sehr gut an die Stelle. Das hier war tatsächlich mal ein Weinberg. So schaut in Wirklichkeit ein sehr alter Weinberg aus, der den Berg hinauf angepflanzt wurde, also so wie direkt neben der Villa Trautwein auf unserem Diorama. Der hier wurde soeben abgebaut. Dieser hier ist für die Neubepflanzung schon bereit. So schaut ein mit modernsten Mitteln neu angelegter Weinberg aus. Über Schönheit lässt sich hier freilich streiten. Hier geht's lang. Das lässt vielleicht erahnen, wie kalt es heute ist. Alter, boah, jetzt kommt die Dreckbrühe schon durch. Und hier entfernt sich unser Triebwagen Richtung Iggersheim. Über allem thront die Burg. Man kann nur erahnen, wie steil es hier ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich selbst habe vor einigen Jahren hier bei der Lese mitgemacht. Die Burg Neuhaus, die einst zu Markisheim gehörte und die steilsten Weinhänge am Ort. Und jetzt kommen wir in den urältesten Teil der Weinberge. Es gibt sie also tatsächlich, jene Bauform mit in der waagerechten verlaufenden Rebzeilen. Unter den alten Weinterrassen hier wieder ein Heiligenbild. Hier ist der älteste Weinberg Markisheims. Sämtliche Rebzeilen verlaufen in der Ebene auf Weinterrassen. Eigentlich schade, dass das nicht mehr so gemacht wird. Hier kann man viel schöner arbeiten als in den modernen Weinbergen. Hier sieht man auch die auf dem Diorama nachgebildeten Natursteinmauern. Hier überall sind zugewucherte Reste solcher Weinterrassen zu sehen. Intakte Weinterrassen aus dem Mittelalter stammend. Die Bearbeitung mag bequem sein. Doch der Zugang über derartige Treppen, ein wahres Abenteuer. Diese sogenannten Trockenmauern, nicht mit Mörtel verbunden, gibt es überall im Weinberg, nicht nur bei den Weinterrassen. Jo Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Däumchen hoch. Ihr habt jetzt auf jeden Fall mal gesehen, dass dieses Weingutsdiorama auf tatsächlichen Begebenheiten basiert. Ciao! Und zum Abschluss noch eine Zugbegegnung mit dem guten alten Klassiker.